In Paris, Toulouse, Bordeaux und Lille, frankreichweit, haben vor dem Osterwochenende Studierende protestiert. Dass in Montpellier ein Schlägertrupp nachts Studenten, die die Uni blockiert hatten, aus dem Gebäude getrieben hat, hat ihre Wut noch verschärft. Sie protestieren gegen die neuen Regeln für den Hochschulzugang. Abiturienten sollen jetzt bei den Unis Bewerbungen einreichen und möglichst statt der zu beliebten Fächer wie Jura und Medizin andere Berufswege einschlagen. Das hält junge Leute, wie wir es sind, davon ab, zu studieren, was sie wollen. Mit der Auswahl des Studiums wählen wir unser Leben, unsere Zukunft. Doch die Protestbewegung ist auch unter den französischen Studenten umstritten. Einige wollen lieber pünktlich ihre Prüfungen machen. An der Uni von Montpellier wird der Vorfall mit dem Schlägertrupp, zu dem laut Zeugen auch Lehrkräfte gehörten, jetzt untersucht. Und ein offenbar involvierter Rektor musste bereits seinen Hut nehmen.